Die Kampagne Israel Loves Iran, aus der dann auch die Peace Factory entstanden ist. Im März haben der 41 Jahre alte Ronny Edry und seine Frau, er ein Webdesigner und sie Lehrerin aus Tel Aviv, ein Bild auf ihre Facebook-Seite gestellt. Das Bild war ein Foto von Ronny mit seiner Tochter, die eine israelische Flagge hält, mit der Bildunterschrift Iraner, wir werden euer Land niemals bombardieren. Wir lieben euch. Ronny schrieb einen persönlichen Brief zu dem Plakat an das iranische Volk gerichtet, um den Wunsch zu äußern, einen Krieg mit dem Iran zu verhindern und einfach miteinander zu reden, um die andere Seite besser kennenzulernen. Innerhalb weniger Stunden veröffentlichten viele Israelis eigene Bilder mit der gleichen Botschaft. Am nächsten Tag schrieben dann die Iraner zurück: Mein israelischer Freund, Israel, wir lieben euch. Ich hasse euch nicht. Ich möchte keinen Krieg. Nach einer Woche hatten Ronny und seine Frau 7000 Likes auf ihrer Facebook-Seite. Und Ronny erstellte die Seite Israel Loves Iran bei Facebook. In den nächsten 5 Wochen wurden tausende Bilder aus der ganzen Welt auf dieser Facebook-Seite gepostet. Die Diskussion zwischen den Israelis und den Iranern vertieften sich und man stellte sich die unterschiedlichsten Fragen. Nie zuvor in der Geschichte hatten zwei Menschen aus zwei feindlichen Staaten die Macht, in solcher Weise zu kommunizieren. Jahrelang wurde auf beiden Seiten Propaganda betrieben, aber nun haben die Menschen endlich aufgehört, diejenigen auf der anderen Seite als Feinde zu sehen, sondern sie sehen sich als Menschen. Im August fingen wir an, diese Initiative in Berlin zu unterstützen. Es wurden viele Fotos in Berlin gemacht und Kontakt mit den Aktivisten aus Israel aufgenommen. Außerdem wurde eine Berliner Facebook-Seite erstellt. Während einer Friedensdemonstration im September war Israel Loves Iran eins der zentralen Themen und wir planen jetzt weitere Events hier in der Stadt. Wir meinen, dass Berlin hier aktiv werden muss, diese internationale Friedensinitiative als eine internationale Stadt zu unterstützen. Jetzt sind wir auf zwei Kurzfilmfestivals in Berlin vertreten, starten eine Postkartenaktion für die Initiative und hoffen, dass sich mehr Berliner Künstler, Persönlichkeiten und Gruppen hinter die Aktion stellen. Ronny trifft genau den Punkt, wenn er sagt, wir befinden uns in einem Krieg der Bilder, sie werben für Krieg und wir werben für Frieden. In Tel Aviv fahren zurzeit 70 Stadtbusse mit großen Werbebannern der Israel Loves Iran Kampagne durch die Stadt. Vielleicht ist vor dem Hintergrund der immer größer werdenden Kriegsgefahr eine öffentliche Kampagne auch hier in Berlin denkbar. Berlin trägt hier besondere Verantwortung. Menschen aus über 150 Ländern leben in dieser Stadt und wir alle wollen keinen Krieg. Wir zumindest meinen, dass es wichtig ist, dies zu unterstützen. Aber auch ihr könnt mitmachen und die Kampagne unterstützen. Macht eure Freunde, Bekannte auf diese Aktion aufmerksam, macht ein Bild mit den Bildern der Aktion und postet es auf eure Facebook-Seite. Oder schickt uns hier in Berlin oder Ronny in Israel ein Bild von euch zu und es wird in Kürze mit entsprechenden Logos, wie zum Beispiel nicht bereit in eurem Krieg zu sterben, auf der Webseite der Kampagne veröffentlicht. Die entsprechenden E-Mail-Adressen findet ihr im Abspann. Eine andere Welt ist möglich, aber nur dann, wenn wir uns alle aktiv dafür einsetzen.